Freunde, es ist richtig große Scheiße passiert. Wir hatten bei knapp 200 km/h einen Unfall, beziehungsweise mein Auto ist kaputt gegangen. Seht das hier, wir stehen hier mitten an der Autobahn. Ich muss auch gleich noch das Warndreieck und so weiter aufbauen. Ich habe jetzt gerade schon ADAC angerufen, der ist auch schon unterwegs. Ich bin quasi beschleunigt und auf einmal gab es einen dollen Knall und der Wagen hat danach nur noch angefangen zu ruckeln. Ich weiß gar nicht, ich kann euch mal gucken, ob ich das drin zeigen kann, weil eigentlich müssen wir das Auto direkt verlassen. Oh, ich glaube, das Warndreieck bzw. die Kontrollleuchte wird hier nicht mehr angezeigt. Aber was ich euch einblenden kann, ist tatsächlich Videomaterial von meiner Dashcam. Das seht ihr jetzt einmal ganz kurz. So, Freunde, also was ist genau passiert? Ich war mit meiner Freundin zusammen auf dem Rückweg von Köln nach Bremen. Die ganze letzte Woche war ja Gamescom und wir haben uns beide einfach nur auf zu Hause gefreut. Als ich dann tatsächlich auf der Autobahn gefahren bin, da seht ihr jetzt auch ein bisschen Videomaterial im Hintergrund eingeblendet. Das ist das letzte Material, was meine Dashcam aufgenommen hat. Danach hat die sich selbst schon abgeschaltet, weil mein Wagen halt Probleme gemacht hat. Ich bin beschleunigt, ich war auch relativ schnell, aber das Auto ist für solche Geschwindigkeiten noch natürlich ausgelegt. Das ist ein Auto mit 510 PS. Und als ich auf ca. 230 km/h beschleunigt hatte, hat es auf einmal einen Knall gegeben. Mein Wagen hat sich komplett runterreguliert. Es sind auch kurze Zeit alle Systeme, alle Anzeigen bei mir ausgegangen. Deswegen auch die Dashcam. Und danach ging gar nichts mehr. Ich konnte nur noch ganz minimal Gas geben und wir sind eigentlich so schnell es geht auf den Standstreifen gefahren. Und was dann passiert ist, seht ihr jetzt. Ja, und jetzt stehen wir hier komplett im Nichts. Es ist jetzt gerade, wie viel Uhr ist es? Fast 22 Uhr, ne? Okay, Freunde. Da vorne jetzt der Wagen, um uns abzuschleppen. Ey, ich hoffe, der kann das irgendwie regeln. Kommt der zu uns? Hi, Kevin. Wir hatten gerade telefoniert, ja? Was sagen Sie? Anspringen tut er schon, aber er ruckelt halt, wenn wir Gas geben wollen. Okay, Freunde. Der Wagen wird jetzt einmal... Ich muss den jetzt einmal starten. In N stellen. So, er ist jetzt in N. Für neutral. Ich steig aus, ja? Nee, drin bleiben. Drin bleiben? Etwas links. Links. Ja, so? Ja. Gerade. Ja. Einfach so bleiben? Einfach so bleiben? Ja. Okay. Eieiei. Ich werde da jetzt hochgezogen, Freunde. Oder mitten auf der Autobahn, ey. Ja. Ich mache Auto jetzt zu. Freunde, guckt euch das an. Auto steht hier drauf. Kevin ist so kalt. Glaubst du, deine Eltern fahren uns dann zu dir? Oder sollen wir ein Taxi nehmen? Ich muss gleich mit meinem Dad telefonieren. Okay, Freunde. Ich muss jetzt einsteigen. Willst du da sitzen? Ja, ich ich setze mich auf die andere Seite einmal. Zum Glück ist jetzt relativ schnell der ADAC gekommen. Der ADAC ist genau für solche Fälle zuständig. Wenn ihr irgendwo mal liegen bleibt, ruft den ADAC an. Zum Glück bin ich dort sogar Mitglied und diese Abschleppung war hier umsonst und ich konnte sogar meinen Wagen zu meiner Werkstatt des Vertrauens bringen lassen. Und ihr könnt mir eine Sache glauben, es gibt nichts Schlimmeres, als das eigene Auto selber im Rückspiegel auf einem Anhänger zu sehen und zu wissen, okay, du kannst jetzt mit diesem Auto erstmal nicht weiterfahren. So, Freunde, wir sitzen jetzt immer noch im ADAC zurück. Also der Wagen wird jetzt direkt zur Werkstatt gefahren. Also ich habe auch gerade tatsächlich mit Lukas geschrieben. Er hatte auch genau das Gleiche, dass er beschleunigt ist und dass sein Zylinder dann kaputt gegangen ist, meinte er. Also ich weiß nicht, ob das bei mir der Zylinder ist. Keine Ahnung, das werde ich erst morgen erfahren. Aber bei ihm ist das Gleiche gewesen. Das hat er mir auch damals erzählt. Er war auf der Autobahn, hat beschleunigt, hat es bumm gemacht. Danach konnte er nicht weiterfahren. Nur dass er, glaube ich, irgendwie in der Nähe von Paris stand. Also ganz, ganz verrückt. So, Freunde, Auto steht jetzt hier. Mir die Daumen, dass es nicht allzu schlimm ist. Ich werde euch berichten. Ich tue jetzt den Schlüssel hier rein.